und die Welt wieder eins werden lassen. Das ist das, wovon wir eigentlich die ganze Zeit träumen. Das beinhaltet aber, dass wir uns mit unseren Feinden anfreunden müssen. Oder wollen wir die alle umbringen? Tag. Läuft. Kleines Video zur Nachtzeit mit so ein paar nächtlichen Gedanken, die sich so heute über den Tag entwickelt haben und nun zu diesem hier geführt haben. Auch dies wieder ein Video, in dem ich einfach nur so ein bisschen meine Gedanken gerade für mich selber sammeln möchte, so dass ich die danach nochmal anhören kann. Und ich mit dem letzten Video, das habe ich schon dreimal geguckt. Und jedes Mal fällt mir dann immer so, ah, guck mal, hast du gut, dass du es nochmal gehört hast. Ist dir gar nicht aufgefallen, als du es gesagt hast. Ja, ja, ich weiß, warum ich das hier mache. So. Wie sehe ich überhaupt aus? Entschuldigung. Ich war gerade erstmal darauf konzentriert, dass das hier so halbwegs funktioniert. Entschuldigt bitte die Lichtverhältnisse. Also es liegt am Licht hier, da wird das Bild grüßelig. Scheiß aufs Bild, ne? Ist kackegal hier. Das da oben zählt. Also, ne, sowieso einfach bitte nur gucken, wenn es euch interessiert. So, und im letzten Video heute Nachmittag ging es ja um den um diesen Aufruf zum Tankboykott am 26.11. und meine Gedanken dazu und wie, also in dem Video geht es eigentlich viel mehr um die Spaltung, die damit einhergeht und wie wir sowas vielleicht nutzen könnten, solche Aufrufe, um uns zu zeigen, dass wir gar nicht so machtlos sind, wie wir immer tun. Ja. So. Kurz nachdem ich das Video gemacht hatte, erreichte mich dann ein weiterer Post gleich über drei verschiedene Ecken. Und zwar ein Aufruf zu, beziehungsweise gestern habe ich da auch schon von gehört. Und jetzt gerade eben zum fünften Mal. Und dann habe ich gerade auch schon den ersten Kommentar. Boah, die fliegen hier, ne? Die fliegen hier voll rum, ne? Und die landen dann immer auf mein Gesicht, ne? Naja, machst du auch nichts. Machst du so und dann sind die wieder weg. Es wird zum Generalstreik aufgerufen. Alle Jahre wieder, manchmal auch zweimal im Jahr und meistens einmal dann von mir. Wobei es dieses Jahr halt eben auch beim ersten Mal so war. Ich kann mich ganz erinnern, ich stand an der Playa in Palma. Boah, Fliege. Ey, geht's denn? Danke. Kann ich mal. Ich hab ja nichts dagegen, wenn die hier rumfliegen. Alles voll scheiß, aber. Was doch mal aus meinem Gesicht raus. Danke. Das machen die jetzt auch. So ein bisschen. So ein bisschen. Gleich fängt wieder eine an. Muss mich abknutschen, weil ich habe mich alle voll lieb hier. Ne? Ich bin ja auch überhaupt nicht allein hier. Der Hund ist da und 50 Fliegen. Ja, es geht wieder um einen Generalstreik. Und das letzte Mal, als es um Generalstreik ging, guck, da ist die nächste, ist daraus quasi das da geworden. Ja. Weil ich damals schon gesagt habe, als mich da das dann erreichte und ich sah, dass dieser Aufruf wirklich viral ging, wo ich mir gedacht habe, cool, kann man ja was draus machen. Für mich sind immer diese Sachen interessant, die viral gehen, weil dann kann man da was draus machen. Ja, es muss ja nicht immer im Sinne des Erfinders genutzt werden, weil vor allen Dingen manchmal weiß man ja gar nicht, wer der Erfinder ist und was der für Hintergedanken hatte. Aber wenn sowas irgendwie passiert und viral geht, dann kann man es durchaus nutzen. Und dann habe ich halt mir gedacht, ja, das Problem beim Generalstreik ist mal vor allen Dingen normalerweise, dass das Verständnis von Generalstreik sehr auslegbar ist. Also es gibt für Leute, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, das ist ein Anfang. Supergeil.
Ne, aber Generalstreik beinhaltet eigentlich wesentlich mehr. Das hat mit inneren Bekenntnissen zu tun. Das hat mit dem inneren Bekenntnis zum Beispiel zu tun, dass man das Schuldspiel nicht mehr mitspielt. Weder anderen Schuld zuschiebt, noch irgendwie von jemandem sich welche aufdrücken lässt. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt beim Generalstreik. Dann auch wirklich, was auch sehr wichtig ist, anzufangen, wirklich seinen eigenen Interessen hinterher zu laufen. Und da habe ich gestern auch noch was sehr Interessantes noch zu rausgefunden, wenn man so über Interessen redet, weil ich immer auch gesagt habe, da finden wir unsere Talente, wenn wir unserem Interesse, wenn wir wirklich auch uns mit den Dingen beschäftigen, die uns wirklich, die uns begeistern, die uns faszinieren, so, da auch mal drauf achten. Da kann man auch reinfallen. Ist mir gestern aufgefallen, weil achtet dabei, wo ihr euch für entscheidet, was ihr tun wollt, weil es euch interessiert, warum es euch interessiert. Und wenn ihr rausfindet, dass es euch nur deswegen interessiert, weil ihr glaubt, dass ihr deswegen jemand anderem imponieren könnt, dann macht zuerst mal bitte ganz schnell eine 180-Grad-Wendung. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr da auf einem völlig falschen Dampfer seid. In Bezug darauf, eure Talente zu finden, die, wenn ihr euch mit der Ausübung mit Begeisterung beschäftigen könnt, sehr, sehr schnell sehr gut werdet. Ja, und nicht nur irgendwie nur ein komisches Mittelmaß von irgendwas. Ne, ich verstehe das halt irgendwie auch überhaupt nicht. Der Sinn ist mir, ich frage mich, warum Kinder in Mathe gefördert werden müssen, die schlecht in Mathe sind. Wieso werden nicht in Mathe die Kinder gefördert, die gut in Mathe sind, damit die herausragende Mathematiker werden können und die, die sowieso schlecht sind, weil sie einfach Mathematik nicht verstehen, dafür aber supergeil kochen können, wieso werden die nicht im Kochen gefördert? Oder in dem, worin die gut sind, versteht ihr, darauf will ich hinaus. Als Kinder ist das noch, ne, da sind wir noch, da, Kinder interessiert nicht, was andere interessiert. Die sagen, oh, das interessiert mich. Ne, ich weiß aber, dass das dann irgendwann sehr leicht einsetzen kann, dass man, weil jemand, den man ganz toll findet, der was ganz toll findet, denkt, wenn ich das auch mache, dann findet der mich automatisch auch toll. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Da würde ich mich nicht allzu sehr drauf verlassen. Womit wir wieder zum Generalstreik zurückkommen. Ich brauche das auch nicht mehr. Danke. Ich kann mich auf mich selber konzentrieren. Ich kann mir selber die Anerkennung geben, die ich von anderen gerne hätte. Und wenn ich das nicht kann, dann sollte ich anfangen, das mal zu trainieren. Weil man unweigerlich mit ein bisschen Training entsprechend schneller, besser darin wird. Das ist wie beim Fahrradfahren. Da fängst du mit an und dann machst du das ein bisschen und irgendwann denkst du überhaupt gar nicht mehr darüber nach, was du da machst. Du machst es. Das ist beim Zu-sich-Kommen und den Fremdautoritäten mal gerade Stopp sagen, egal wer das ist. Im Notfall sogar mit einem Fick-Dich, wenn sie es nicht verstehen wollen, dann nutzt das Fick-Dich. Das kommt entsprechend knallhart rüber, will keiner hören und dann denken die so, okay, jetzt habe ich ihn richtig angepisst. Ja, nee, hast du eigentlich nicht, mach dir keine Sorgen, ich mache sowas, bevor du mich richtig anpisst. Weil wir nichts davon hätten, wenn ich es dazu kommen lassen würde erst und dann fick dich sage und dann dich auch wirklich überhaupt gar nicht mehr sehen will. Im Moment will ich dich nur im Moment jetzt nicht sehen und lass mich bitte in Ruhe mit deinem Scheiß gerade. Ich sag jetzt, was ich jetzt tun muss. Weil das wir normalerweise am besten selber wissen. Unser Bauch sagt uns das ständig. Ist halt sehr schwer, da auf den zu hören, wenn man die ganze Zeit lernt, nicht auf den zu hören. Ja. Kommen wir wieder zu einem Generalstreik am 1. Dezember zurück, um den es jetzt geht. So, und ich sitze gerade in der Situation, dass ich mich frage, soll ich jetzt den Aufruf teilen oder nicht? Weil, als ich das letzte Mal das gemacht habe, habe ich es geteilt. Und als Alternative, mit der man sich dann direkt beschäftigen kann, statt das zu tun, was vorher, eine Möglichkeit geschaffen, etwas, naja, halt das hier. Eine Webseite, die man ansurfen kann, wo man
auf jeden Fall genügend Inspiration findet, wo man sich gerade mal alternativ mit Alternativen beschäftigen kann. Das Ganze in Verbindung mit einem riesengroßen Festival, und zwar am besten um den ganzen Planeten, ein Friedensfest. Wir sollten alle für den Frieden feiern. Ne, das kam dann so mit der Idee, weil ich dann da halt irgendwann mal ein Burning Man Video gesehen hatte und dann mir wieder so Hollywood sag ich schon, Woodstock verpasst, so schade, schon 50 Jahre, ja, da denke ich mir so, ey, worauf warten wir? Woodstock wartet seit nächstes Jahr 50 Jahren darauf, in irgendeiner Form getoppt zu werden. Ja, wer soll das denn machen, wenn nicht wir? So, das war die Grundidee, ne? Und dann Burning Man Video geguckt und ich so, ja komm, wäre ich auch gern, wenn ich es mir leisten könnte. Und ich denke mir so, ja wieso machen wir das nicht selber hier? Und nicht für 100.000 Leute, die in der Wüste von Nevada rumlungern, sondern in der Bucht von Palma. Mit Millionen von Menschen drumrum, die das ganze Ding säumen, es beobachten, mit Tausenden von Booten drumrum. Das Ganze in Verbindung mit Workshops über alternative Themen, über die ganze Welt verteilt eigentlich. Ich rede hier eigentlich immer von Mallorca, ist gerade so meine Welt, aber die Erde ist auch eine Welt. Unsere eigentlich, mit der wir eigentlich machen könnten, was wir wollen, wenn wir das denn täten. Naja, aber wir inspirieren ja gerade dazu. Warum geht es ja? Diese ganze wirre Gerede ist ja eigentlich nur dazu da, um irgendwie mal da was endlich mal in die Puschen zu kommen. Ich laber mir hier da seit was weiß ich, wie lange im Mund fusselig. Aber ich fussel weiter, ist egal. Ich bin das ja gewöhnt. Ich weiß, dass es irgendwann durchsickert. Irgendwann kommt es durch. So, und wenn es dann durchkommt, lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, ob es euch interessiert. Soll ich? Oder soll ich nicht auf den Zug mit dem 1. Dezember aufspringen und dann meine Möglichkeiten nutzen, die ich jetzt hier an dieser Stelle gerade mal vorstellen kann? Was nämlich den meisten Leuten entgangen ist. Was aber viele Leute mitbekommen haben, ist, dass ich im Rahmen von The World Becomes One, ja, TVBO, im Mai dieses Jahres auf die Bäckerfinca gegangen bin. Wie dem ein oder anderen inzwischen klar sein dürfte, habe ich das tatsächlich nicht gemacht, um mir da diese tolle Finca unter Nagel zu reißen. Ich kann euch enttäuschen, so toll war die nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich im Moment nicht da sein muss. Okay, wenn ich da geblieben wäre, dann wäre das Ding jetzt winterfest. Aber ist halt nicht so. Ich bin im Moment froh, dass ich nicht da bin. Also ich bin eigentlich, seitdem ich da weg bin, froh, dass ich nicht da bin. Aber weil das sekundäre Ziel da oben, wo es dann immer hieß, ja, hat der Bauchi verkackt. Ja, der Bauchi hat das sekundäre Ziel verkackt, da diesen Ort zu schaffen, von dem er gesprochen hat, dafür aber einfach irgendwie die falschen Leute dran gezogen hat. Das kann passieren. Was aber definitiv super geil funktioniert hat, war das, was ich da eigentlich gemacht habe. Nämlich erstmal zu zeigen, was passiert, wenn man einfach mal macht. Und dann das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando in die Presse zu bekommen. Das ist was, woran ich seit 4 Jahren arbeite. Das habe ich letztendlich vor 6 Jahren habe ich das erschaffen, ohne es zu wissen, wofür. Irgendwann wurde es mir klar, das ist mein Gimmick. Wenn ich das in die Presse kriege, dann ist das für mich sowas wie ein Meilenstein. Und ich habe das nicht einfach nur in die Presse bekommen. Das war in 162 Ländern der Welt in der Zeitung und von Amerika bis Russland im Fernsehen. Und das ausschließlich, weil nur ich meinen Kram gemacht habe und die Steffi mir dabei geholfen hat und der Tito und halt so etliche andere. Aber worauf ich hinaus will, versucht euch mal vorzustellen, wen wir alles erreichen können und wie gigantisch wir erreichen, wenn das jetzt nicht nur einer mit einem Trüppchen um sich rum macht, sondern wir alle. Und die Welt wieder eins werden lassen. Das ist das, wovon wir eigentlich die ganze Zeit träumen. Das beinhaltet aber,
dass wir uns mit unseren Feinden anfreunden müssen? Oder wollen wir die alle umbringen? Alle, die vor denen ihr Angst habt, wohl kaum. Also bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden. Und das ist die höchste Form von Ungehorsam. Im Moment so. Das ist die höchste Form, die du an Ungehorsam an den Tag legen kannst. Keine Feinde mehr anzuerkennen. Darauf läuft die ganze Spaltung aus. Darauf sind die aus, dass wir Feinde sind untereinander, dass wir möglichst viele Feindbilder haben, dass wenn einer mal draufgehen sollte, uns es an keinem anderen mangelt. Weil dann zerhackstückeln wir uns und die lachen sich ins Fäustchen. Die, die sich dieses tolle Spiel ausgedacht haben. Und es dann so verbreitet haben, dass es tatsächlich irgendwann gar keine andere Wahl mehr gab, als da rein geboren zu werden, weil es quasi überall ist. Dieses Gegeneinander ist nicht, das entspricht weder unserer Natur, noch müssen wir das mitmachen. Wir machen das dann von dem ganzen Tag mit, weil wir das sollen. Wenn wir mit solchen Dingen, wenn wir das mit dem in Verbindung bringen, was wir ab 1. Dezember nicht nur in Deutschland, weltweit machen können, ja, dann bin ich sowas von dabei. Und dann werde ich weiterhin jede meiner Möglichkeiten nutzen, das, was wir jetzt schon an... Naja, das kann uns keiner mehr nehmen. Man kennt uns jetzt. Und auch wenn noch nicht viel darüber gesprochen wird. Aber das da ist inzwischen sehr oft gesehen worden. Und auch wenn noch keiner weiß, wie das ist, was das ist, was das sein soll, heißt das ja nicht, dass das nicht morgen sich ändern könnte. Weil auf einmal diese Webadresse rumgegangen ist, alle drauf gucken und sich denken, boah, okay, die Idee ist cool, lass uns gucken, was wir draus machen können. Lasst euch inspirieren von dem, was da steht. Guckt nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, sondern da ist ein Lösungsansatz, der in sich definitiv überhaupt gar nicht nur gut oder nur scheiße sein kann, sondern vielmehr dazu einlädt, rauszufinden, was man selber damit machen kann. Inwiefern, und es sind einfach nur Anregungen, wenn du anderswo welche findest, supergeil, nutzt, was du hast. Nur für die, die keine Anregung haben, die sich fragen, ja, was sollen wir denn machen, statt arbeiten zu gehen und so leben, wie wir sollen. Dass man denen sagen kann, okay, melde dich erstmal 2 bis 4 Wochen krank oder nimm Urlaub, wie du es möchtest und beschäftige dich mit diesen Themen. Permakultur, Eco-Housing, hey, mal ganz im Ernst, wer kennt diese Themen und hat sie irgendwann kennengelernt und hat nicht staunend da gesessen, einfach überall um uns rum Pflanzen? Ja, pff, wenn überall Beton ist, nicht mehr. Aber Guti, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja. Alternativen haben halt vor allen Dingen damit zu tun, Sachen zu tun, die wir meistens normalerweise nicht gewohnt sind. Deswegen heißen die Alternativen. Sonst wäre das ja das Normale, ne? So. Und was mich jetzt halt interessiert ist, wie groß ist eigentlich das Interesse, das wirklich durchzuziehen? Wie groß, letztes Mal bin ich auf den Zug aufgesprungen, stand dann relativ schnell alleine da, hab dann die Sache da mit der Bäckerfinker gemacht, hab dann meinen Erfolg mitgehabt und rege gerade einfach nur mal dazu an, drüber nachzudenken, was für einen Erfolg wir haben könnten, wenn wir das alle zusammen machen. So, und ich verspreche, da stehe ich vorne an erster Front. Da halte ich meinen Kopf sofort hin. Wenn wir das machen, bin ich sofort dabei. Aber ich will gerade irgendwie erstmal sehen, ob alle dabei sind. So stehe ich wieder allein da. Seit Jahren stehe ich mit den Aufrufen ständig alleine da. Was völlig okay mit mir ist, weil ich bin dadurch trotzdem raus. Ich mache das ja auch ohne euch. Ja, aber vielleicht machen wir es ja dann doch demnächst mal alle zusammen. Und dann habt nicht nur ich was davon, dann haben wir alle was davon. Wie geil wäre das denn bitte? So, also ich fände das viel geiler.
Setzt mal in die Kommentare, was ihr so im Kopf habt, was ihr denkt, und dann gucken wir einfach mal weiter. Tschüss mit F und mal gucken, was kommt.